Diese Augen gehören dem wohl bekanntesten Fernsehreporter Deutschlands. Kai Ebel ist seit fast 20 Jahren in den Boxengassen dieser Welt zu Hause. Alle zwei Wochen ist er hautnah dabei, wenn die Königsklasse des Motorsports ihre Pforten öffnet. Über 300 Formel-1-Rennen hat Kai Ebel miterlebt. Kein Wunder, dass es da viel zu erzählen gibt. Manche Sachen, die sind, glaube ich, justiziabel, die darf man nicht mal erwähnen, wenn dann irgendwelche Formel-1-Mitglieder einen Leihwagen zertrümmern oder aber wenn die mal über die Stränge schlagen. Manche Sachen sind wiederum bekannt, zum Beispiel auch der Burnout von Lewis Hamilton, den er mal in Australien gemacht hat. Da wusste er nicht, dass auf sogenannte Donut-Strafe steht. Dafür ist er dann auch bitter bestraft worden, musste dann extra nochmal vor dem Gericht in Melbourne antreten. Das hat er auch nicht gewusst, denn in England macht er das immer wieder und da applaudieren die Polizisten noch. Wenn man in Italien zu schnell fährt mit dem Ferrari, klatschen auch alle. In Deutschland bekommt man direkt einen Führerschein weggenommen. Also insofern muss man dann auch im internationalen Geschäft die Bräuche kennen. Das sind alles so Alltagsgeschichten, die in der Formel 1 passieren, die man auch sehr unterhaltsam findet und immer im Kopf behält. Heute ist Kai Ebel aus der Formel 1 nicht mehr wegzudenken. Sein Weg auf die Rennstrecken dieser Welt führte über die Deutsche Sporthochschule hin zu RTL. Dort begann er als Praktikant und kam eher zufällig zum Motorsport. Formel 1 hat mich nicht so interessiert, weil Autos, die im Kreis fahren, habe ich mir gesagt, das kann es nicht sein. Aber mein damaliger Chef, Burkhard Weber, sagte, Mensch, guck dir das einmal an, da muss da auch eine Menge drin sein. Und dann habe ich es gesehen und dann war es Schockliebe beim ersten Mal. Das war 1992 in Barcelona. Und dann habe ich gedacht, okay, bei der Formel 1, da gibt es eine Menge zu tun. Sex and Drugs and Rock'n'Roll, da bleibst du. Gesagt, getan. Seit 1994 hat Kai Ebel kein Rennen mehr verpasst. Die Faszination Formel 1 hat ihn fest im Griff. Eine Mischung aus Physik, Leistungssport sowie Glanz und Glamour machen die Formel 1 zu einem einzigartigen Sportevent. Es ist der Spritgeruch, es ist die Nervosität, die man wie bei den Rennpferden den Fahrern kurz vorm Start anmerkt. Es ist die Geschwindigkeit, wenn man einmal sieht, wie die an der Boxengasse an einem vorbeirauschen, mit welchem Tempo allein schon, die Geräusche dabei, wie diese, sage ich mal, erdgebundenen Raketen auch aussehen, wie die lackiert sind, die Fahrer mit ihren Helmen, wie die da drin sitzen. Also das hat schon auch was. Dutzende Fahrer hat der RTL-Reporter über Jahre kommen und gehen sehen. Viele emotionale Momente sind noch bis heute präsent. Die Weltmeister bleiben in Erinnerung, die deutschen Piloten auf jeden Fall. Unvergessen Ayrton Senna, die Sonne der Formel 1, die dann in Imola 1994 vom Himmel gefallen ist. Unvergessen Michael Schumacher, Rekordweltmeister, aber auch Sebastian Vettel, der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Und dann gibt es noch die sogenannten Typen. Ein Gerhard Berger, der irgendwelche Lausbubenstreiche immer noch im hohen Alter ausgeführt hat. Da gibt es Leute wie Eddie Irvine, der eigentlich mehr mit Frauen als mit Autos zu tun hatte, der auch immer gesagt hat, das Einzige, was mich interessiert, sind Frauen und Geld. Und ich bin in der Formel 1, um beides zu bekommen. Das Showgeschäft Formel 1. Kai Ebel ist mittendrin statt nur dabei und wird das hoffentlich auch noch viele Jahre bleiben.